Ja, hallo erstmal. Witzigerweise haben wir leider den Einführungstext vergessen, beziehungsweise ich versuche jetzt einfach aus dem Kopf zu halten. Ja, erstmal herzlich willkommen hier zu unserer Montagsbahnwache. Wetter wird gerade ein bisschen beschissener, aber das ist okay, weil wir müssen auch bei schlechtem Wetter hier stehen, weil sonst würden wir ja nicht authentisch sein. Ja, unsere Bewegung, wir sind keine Partei, wir sind keine Organisation, wir sind einfach eine Gruppierung von Menschen, die eine zentrale Forderung haben. Und zwar primär geht es um Frieden in der Welt, es geht aber auch um demokratische Selbstmitbestimmung, zum Beispiel im Rahmen eines Volksentscheids oder direkter Demokratie. Sprich, wir fordern mehr Demokratie, mehr Mitbestimmungsrecht des Volkes und ja. Und wie gesagt, wir sind keine Partei, keine Organisation. Es ist halt so, wenn man hier hinkommt, dann geht man nicht irgendwie hin als SPD-Mitglied oder als Deutscher oder als Katholik oder sonst irgendwas, sondern man kommt einfach als Mensch hier hin und steht einfach für bestimmte Dinge ein. Als Beispiel dafür, wir haben auch vor ein paar Wochen eine Mahnwache hier gemacht für Frieden in Palästina. Und obwohl von uns keiner irgendwie weder Muslime war noch irgendwie aus der Gegend kam, haben wir uns halt gesagt, wir stehen jetzt einfach mal dafür ein, weil uns das halt auch als Menschen einfach tangiert, obwohl es uns nicht direkt betrifft. Und ja, das ist eigentlich das, wofür wir hier stehen. Ja. Ja, mir fällt nicht mehr ein. Also habe ich irgendwas vergessen? Passt schon, ja? Freie Medien. Ja, ich kann da mal ein bisschen was erzählen. Also wie das Ganze sich hier gegründet hat, das fing eigentlich mit der Ukraine, mit dem Ukraine-Konflikt an und dem folgenden Berichterstattung in den Medien, die ja sehr parteiisch war, sprich sehr dem Westen positiv gesonnen und wie man auch jetzt heutzutage wieder sehr deutlich bemerken kann, ich glaube, es war heute Morgen, da habe ich auf die Seite vom Spiegel geguckt und die ersten drei Artikel gingen erstmal über Sanktionen gegen Russland, irgendein Artikel gegen Putin und dann noch ein Artikel über den Ukraine-Konflikt selber und ich habe mir die alle drei durchgelesen und da ist das Bild, was dadurch erzeugt werden soll, ganz klar, also ein Feindbild soll kreiert werden und es wird auch auf keinen Fall irgendwie neutral berichtet, sondern ganz klar mit der Absicht, denjenigen zu diffamieren und es werden einfach Fakten weggelassen. Als bestes Beispiel, dass zum Beispiel Russland hat ja seine kompletten Daten zum Abschuss des Flugzeugs veröffentlicht, auch die ganzen Satellitendaten, wir haben eine Präsentation gemacht etc. und wir, also der Westen, kritisiert das alles und sagt, das stimmt alles nicht und das war alles ganz anders, aber selber präsentieren wir gar keine Daten. Also wir haben weder Satellitendaten noch irgendwas Authentisches irgendwie veröffentlicht. Und da frage ich mich, was ist das für ein Staat, in dem wir hier leben, wo einfach die Meinung des anderen irgendwie diffamiert wird, obwohl man selber überhaupt nichts zu bieten hat. So, ich meine, das ist schon echt eine traurige Angelegenheit. Aber wahrscheinlich wird es daran liegen, dass man einfach keine guten Daten hat und dass man deswegen einfach versucht, totzuschweigen. So sehe ich das auf jeden Fall. Ja. Ja, für sowas hat die Stadt Geld, ne? Ja, ich will was machen. Hi, ich bin der Jan. Ich habe den Text gefunden. Ich lese ihn jetzt einfach mal vor. Wir sind keine Partei, wir sind keine Organisation, wir sind Bürger dieses Landes aller Farben und aller Denkweisen, die alle gemeinsam eine zentrale Forderung haben. Ihr Politiker erfüllt unseren Wählerwillen nach Frieden und mehr Demokratie. Unser Wählerwillen unterliegt folgenden Grundsätzen. Für eine Politik im Interesse der Bürger, für eine Politik des Friedens, Diplomatie anstatt Eskalation, Konfrontation und Aggression. Für freie, objektive Presse und Meinungsfreiheit. Für mehr Datenschutz, meine Daten sind mein Eigentum. Dafür gehen wir auf die Straße und organisieren uns, um den Wählerwillen durch konzentrierten zivilen Ungehorsam durchzusetzen. Wir werden immer mehr. Wir sind aber nur stark und können immer mehr bewirken, wenn auch du dich beteiligst und auch deine Familie und Freunde überzeugst, dass wir Bürger uns organisieren und handeln müssen. In einer echten Lobby für den Bürger. Wir sind keine Gruppe, wir sind keine Gemeinschaft, wir stellen keinen Führungsanspruch. Wir kennen die Lösung auch nicht.
Wir sind der Zusammenschluss von Menschen, die in dem einen entscheidenden Punkt übereinstimmen und des Weiteren einig sind, dass es die Lösung aller Probleme nicht geben kann, sondern viele Teillösungen benötigt werden, diese aber noch entwickelt werden müssen durch die Gemeinschaft. Wir gehen davon aus, dass sich ein neues Gesellschaftssystem entwickeln muss, welches sich folgenden Menschenrechtsprinzipien unterwirft und die Umsetzung dieser als oberstes Ziel annimmt und die Nichtbeachtung ahndet. Jeder Mensch ist gleichwertig. Jeder Mensch hat die gleichen Rechte. Jeder Mensch hat die gleichen Chancen. Jeder Mensch trägt die Verantwortung für alle anderen Menschen. Jeder Mensch trägt die Verantwortung für Tiere, Pflanzen und den Planeten. Die Entwicklung der Gesellschaft wird vom Kollektiv der Menschen gesteuert. Es gibt keine territorialen oder gesellschaftlichen Grenzen. Wir respektieren die Meinung eines jeden Menschen, lehnen aber jegliche Gruppenbildung ab, da einzig das Streben nach Gruppierung dafür verantwortlich ist, dass die Menschheit nicht unter Gleichen leben kann. Wir sehen jeden Gruppenanhänger als noch schlafend an oder verblendet und möchten jeden Menschen aus jeder Gruppe bitten, sein Gruppendenken abzulegen und zu einer eigenen Meinung zurückzukehren. Viele Differenzen erledigen sich damit sofort, denn eine Gruppe kann immer nur ein gemeinsamer Nenner sein, aber nie den Menschen als Ganzes berücksichtigen. Wir behalten uns vor, diese Menschen, die weiterhin ihre Gruppenideale als alleinige Wahrheit vor sich hertragen, mit allen Mitteln zu überzeugen, dass es vielleicht in Teilen richtig ist, was sie denken, aber niemals vollständig und manchmal sogar in weiten Teilen unmenschlich. Wir fordern jede Gruppe auf, sich als Menschen unserer Bewegung anzuschließen und die Gruppen überflüssig zu machen. Ein solcher Schritt wird vermutlich für die Gruppenführer ein sehr schwieriger. In ganz Europa fordern die Bürger, erfüllt unseren Wählerwillen. Vielleicht ist jetzt einigen Leuten klar, warum wir uns von den Gruppen, die vor 2 Wochen, glaube ich, am Montag hingekommen sind mit den Palästina-Flaggen, ich bin selber Palästinenser, die aber hier die ganze Zeit Inshallah, Allahu Akbar und gegen Israel gewettert haben, dass wir uns davon differenzieren, weil es eben eine Gruppenbildung ist und es geht darum, dass wir uns gegenseitig hassen sollen. Wir sind aber alles Menschen. Ich hab ein kleines Gedicht. Ich will mich ernst nehmen, hinsehen, aufmerksam machen, nicht weggehen, nicht wieder wegsehen. So viele Sachen, die mich schlichtweg aufregen. In einer Welt, in der das Geld regiert. Und wisst ihr was, ich habe es inhaliert. Inhale, exhale, ich rede mit mir selbst, denn der Rest resigniert. Inhale, exhale, ich sag, was mir gefällt und ich hoffe, ihr kapiert's. Schlägt gleich kein Blitz in den Mikrofonständer ein. Ich frag mal in die Runde, es hat sich jemand im Internet angekündigt, der hier eine Rede halten wollte. Ist der irgendwie da? Nein? Okay, schade. Ja, wir haben auch wieder keine festen Redebeiträge. Ich versuche einfach mal ein paar Sachen wieder zu sagen, die mich in der Woche ein bisschen bewegt haben. Wunderbar. Und zwar ging es um Privatisierung von Wasser nochmal. Und in dem Zusammenhang, was das eigentlich das Ganze zu bedeuten hat. Und zwar, dass man, weil viele von euch haben bestimmt mitbekommen, dass in vielen Ländern das Wasser schon privatisiert wurde. Sprich, in Afrika wurde zum Beispiel von Nestlé versucht, den Leuten zu verbieten, ihr Regenwasser zu sammeln und das zu trinken. Also das komplett zu verbieten, das illegal zu machen. Ist dann wieder gescheitert, aber das zeigt einfach an einem Punkt, wie weit es gekommen ist. Jetzt haben wir auch in Kalifornien, in Amerika, auch extreme Probleme mit Wasser, weil da Unwissen das Grundwasser angezapft wurde. Also man hat immer aus den Flüssen das Wasser entnommen und dachte, das ist das, halt das Wasser, das aus den Flüssen kommt. Die Flüsse sind immer kleiner geworden, der Colorado River etc. Ich habe bestimmt schon mal Bilder gesehen. Die Pegel da in den Stauseen, ich weiß, vor 3 Jahren war ich in Amerika, da sah man auch, dass der Pegel schon 20 Meter tiefer war oder so, wie der sonst war. Und jetzt hat sich gerade herausgestellt letzte Woche, dass das nicht nur das Wasser ist, was aus dem Gebirge kommt, sondern auch das fossile Grundwasser, sprich der Wasserspeicher der Umgebung. Und dass es jetzt viel dramatischer ist mit dem Wasserproblem, was man da hat. Und ja, dass das jetzt einfach zu einem extremen Problem da wird, wo einfach zum Beispiel in Las Vegas Millionen von Kubikmeter Wasser in irgendwelchen Brunnen verheizt werden, bei 50 Grad in einem trockenen Tal, was eines der ekelhaftesten Wüstengebiete überhaupt ist. Und auf der anderen Seite aber Leute, die nicht ihre Wasserrechnung bezahlen können, dann kein anständiges Trinkwasser mehr haben. Stattdessen dann wahrscheinlich noch das Wasser trinken müssen, was durch Fracking verunreinigt wurde etc.
Aber was viel weiterführender der Gedanke dazu war, ist, dass man, wenn man sich erstmal darüber für das Thema interessiert hat, dass man dann diesen Grundgedanken merkt, dass es um Privatisierung immer geht, um jetzt hier in dem Thema so um Wasserprivatisierung, aber generell einfach, dass immer mehr privatisiert wird. Ich meine, bei uns ist es die Bahn, die Post etc. Wasser ist zum Teil bei uns auch schon ein Teil privatisiert und dass dieser Trend einfach zunimmt, dass zum Beispiel bei den Wasserleitungen, die waren ja nach dem Krieg fast alle zerstört, wurden dann von Steuergeldern wieder aufgebaut. Also wir haben quasi unser Wassernetz gebaut und jetzt wird das aber wieder verkauft oder im schlimmsten Fall sogar verschenkt an Unternehmen, die dann einfach mal eben den Preis um 30 oder 40% erhöhen, denen das aber scheißegal ist, ob das Zeug irgendwie in 10 Jahren funktioniert, weil die nur kurzfristig Profite machen wollen und dann das aber nicht mehr investieren, das Geld in das Wassernetz. Und das ist einfach ein ganz bitterer Trend, den wir haben. Und ich bin davon überzeugt, dass es nicht nur beim Wasser so ist. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was jeden dazu irgendwie mal anreizen sollte, sich mal dafür zu interessieren, was eigentlich wirtschaftlich und politisch so gewollt ist im Moment. Und das ist halt dieser sehr starke, aus Amerika inspirierte Neoliberalismus, was ja bedeutet eigentlich quasi Kapitalismus in seiner Reinform, wo halt die soziale Marktwirtschaft halt durch den puren Kapitalismus, durch den Turbokapitalismus einfach verdrängt wird und dass das auf jeden Fall natürlich zum Vorteil der Unternehmen geht, zum Nachteil aber der Menschen. Und die Folgen davon sehen wir ja alle, also Schuldenkrise etc. Kommt dem Kapitalismus, also Neoliberalen, wie heißt es? Ihr wisst, was ich meine. Kommt immer zugute, weil zum Beispiel in Griechenland, da haben wir ja jetzt, es war ein Zitat von einem ehemaligen Vorsitzenden von der FED, der hat gesagt, dass es doch ganz gut wäre, wenn die Löhne so niedrig wären und wenn man so viel verschuldet wäre, weil die Arbeiter dann keine Grundlage hätten, Fragen zu stellen, weil die einfach bedingungslos Arbeit annehmen müssen, weil die einfach sonst verhungern würden und beziehungsweise ihre Wohnung verlieren würden etc. Und dass es für die Firmen ja eigentlich eine ganz okaye Sache wäre. Und das sieht man halt zum Beispiel auch in Griechenland, die ja extrem verschuldet sind und jetzt dazu gezwungen sind, ihr sogenanntes Tafelsilber zu verkaufen. Sprich, die ganzen Sachen, mit denen man in Griechenland noch Geld machen könnte, halt zu verscherbeln. Sprich, ich weiß nicht, was die da alles privatisiert haben, auch wahrscheinlich Wasser, Gesundheitssystem etc. Führt natürlich nur zum Leid der Leute und worum es dabei natürlich eigentlich geht, was man vielleicht mal erfahren kann, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dass es da eigentlich nur um Bodenschätze geht, und zwar um Gasvorkommen. Also in Griechenland massive Gasvorkommen gibt im Wert von, ich glaube, 400 oder 500 Milliarden Dollar und dafür jetzt schon Verträge gemacht wurden mit amerikanischen Firmen. Und was Ähnliches haben wir jetzt zum Beispiel auch in der Ukraine, wo wir ja den, ich weiß nicht genau, wie das staatliche Gasunternehmen da heißt, auf jeden Fall, dass der Sohn von John Kerry, war das? Dass der Sohn von John Kerry da jetzt auf einmal CEO ist in so einem riesengroßen Gasunternehmen und zufälligerweise jetzt den Markt für westliche Firmen geöffnet hat, die da jetzt anfangen, Gas abzubauen. Ja, und wenn man das sieht, dann sieht man ganz klar, warum dieser Konflikt gewollt ist. Und wenn man einfach mal die Sache, den ganzen Konflikt so betrachtet, dass man einfach mal guckt, dass der Westen, also dass wir mit allen Mitteln versuchen,